Und damit herzlich willkommen. Hallo Hauke. Hallo Micha. Ja, ja. schön, dass wir uns wieder so zusammengefunden haben. Mhm. Beim wohl andersten Intro, was wir bis jetzt hier hatten. Ich grüße in den Norden. Achso, denn äh, Grüße aus dem Norden in den Osten. Genau. Der aus dem verregneten Norden sogar. Ja, und ich, äh, das Einzige, was bei mir... Äh, das ist, ist, ist die Haut durch Schweiß. Also hier steht auch gut die Hitze bei uns. Super, so unterschiedlich kann es sein. Ja, und natürlich an alle, die jetzt gerade live zugucken oder die es irgendwo nachher nachhören oder nachgucken. Ne? Also egal, wo ihr seid, ob ihr schwitzt oder andererseits irgendwie mit dem Wetter so halbwegs unzufrieden seid oder auch zufrieden seid. Geht genau. Ja, ja ähm. Heute haben wir ja quasi eine Fortführung von dem Tux-Flash von vor einem Monat ungefähr. Der vorletzte müsste das gewesen sein, genau. Der, wenn das heute der zwölfte ist, ist das der zehnte. Uiuiui. So lange Dieses... sind wir schon dabei in der Zusammenstellung. Unglaublich. Naja, hm. naja obwohl die Zusammenstellung ja immer noch ähm, minus eins ist. Genau, im Moment minus eins wegen äh, streamfreie Zeit bei Jonken. Ähm, Genau. Exakt. Ja. ja und im Endeffekt wollen wir ähm, ja das Thema fortsetzen Richtung äh, das böse böse Redhead. Wie können sie nur? Ja. Und ähm, im Endeffekt haben sie jetzt Geister ge gerufen, die sie vermutlich nicht haben wollten. Aber jetzt müssen sie irgendwie damit leben. Und ich finde, dass diese ganze Entwicklung sehr sehr interessant und irgendwie Hätten sie auch damit rechnen können, oder? Also verstehe ich. Nicht. Das war absehbar. Also, ich denke mal für, oder? Naja, irgendwie so, so ein bisschen absehbar ist es schon. Es, also, es gibt natürlich immer sehr viele Varianten, was passiert, wenn der eine eine Entscheidung macht und wie die anderen darauf reagieren. Ähm, ob sich Red Hat jetzt einfach gedacht hat, äh, wir veröffentlichen den Quelltext für Red Hat Enterprise Linux nur noch für unsere Kunden und nicht mehr so für die Allgemeinheit, damit äh, einmal Linux, Rocky Linux und auch Oracle Linux daraus keine Red Hat Enterprise Linux-kompatiblen Distributionen mehr äh, bauen können, um damit äh, mehr Kunden zu generieren. Also ich denke mal, das war so die Idee dahinter, was Red Hat eigentlich wollte. Ähm, da das Ganze aber ja äh, auf Open-Source-Komponenten basiert, also Red Hat ähm, produziert ihre Distribution ja nicht aus dem Nichts, sondern ähm, ich habe irgendwo mal eine Zahl gesehen, irgendwie 90 Prozent, ist, ist bestimmt viel zu wenig, äh, kommt halt von externen Projekten. Das, da nehmen sie den Quellcode und bauen ihre Pakete daraus, machen vielleicht noch ähm, ein paar Anpassungen da dran, dieses, jenes, welches. Und veröffentlicht das denn als ihr Red Hat Enterprise Linux? Also von daher, so viel äh, Eigenleistung in Softwareentwicklung haben sie da nicht drin. Also der überwiegende Teil kommt sowieso von anderen und dann auf der, auf der anderen Seite äh, zu sagen: Naja, jetzt äh, schließen wir unsere Quellcode-Pakete quasi weg und geben das nicht nach draußen. Im Open Source-Bereich ist das halt nicht so die tolle Methode. Also von daher gibt es natürlich viele, die das nicht gut finden. Das verstößt auch so ein bisschen gegen den Gedanken bei, der, bei Open Source. Und von daher ist es vielleicht gar nicht so ähm, das Gegenteil zu naheliegend, also unnaheliegend, ähm, äh, dass da solche Reaktionen kommen. Vor allem, wenn es äh, dabei um Geld geht. Denn äh, Suse, äh, CIQ und Oracle, denen geht es natürlich um Geld. Und die suchen danach nach Produkten für ihre Kunden, mit denen sie wieder Geld äh, äh, generieren können. Also von daher so ein bisschen absehbar war das Ganze. Ja, kann ich so unterschreiben. Weil es ja auch irgendwo, ähm, ja, wie du schon richtig gesagt hast, diesem Grundsatz von Open Source widerspricht. Und jetzt ist halt der ja, konsequente Schritt, etwas Eigenes für eben genau diese Enterprise-Richtung zu machen. Da tun sich jetzt drei große zusammenschließen, ähm, um dort nochmal ordentlich Konkurrenz ja, auf den Markt zu bringen. Und ich bin auch da gespannt, äh, ob es dann davon weitere Forks geben wird. Wie sich das entwickelt, ob sich das entwickelt. Da wird es interessant. Also, so wie man jetzt diese Ankündigung von der, einmal spicken, OpenELA, also das ist dieser Zusammenschluss von SUSE CIQ, eine Firma, die mir bis äh, davor eigentlich komplett unbekannt war und Oracle ist, die haben vor, dass sie den ähm, Quelltext zum Bauen von diesen RPM-Paketen äh, wiederum für die Allgemeinheit freigeben wollen. Und ja. Also insofern, äh, ja. Also die, die, die im, im Moment sieht es eher so aus, als ob sie die Guten wären, die die Open Source Fahne hochhalten an der Stelle. Und äh, da muss man gucken, ob das wirklich so klappt. Also ein bisschen, ähm, also erstaunlich fand ich eigentlich eher, dass SUSE jetzt auch in dieses Boot mit dazu springt. Also die hatten ja schon vorher angekündigt, dass sie auch ähm, einen. Red Hat Enterprise-Klon rausgeben möchten, wobei ja Suse komplett andere Wurzeln hat. Also die kommen ja nicht aus ähm, dem Red Hat-Umfeld, die haben ja mehr oder weniger ihr eigenes basierend auf Slackware. Was ich das? glaube, die kamen auch aus Slackware. Also obwohl Red Hat äh, kommt auch Richtung Slackware? Müsste sein. Okay, gut. Also von daher haben sie sehr, vielleicht sehr entfernte Wurzeln, aber das ist ja schon seit sehr, sehr langer Zeit in komplett andere Richtungen gegangen. Also von daher hm, ist, ist das schon irgendwie interessant, ne, dass auf einmal OpenSuse da aus dem Bus springt und sagt, hallo, wir sind auch mit dabei, <laughs> dann machen ja. wir jetzt mit. Und ähm, ja, mal gucken, was da rauskommt. Die sagen sich, wir sind OpenSUSE und wir machen jetzt auch mit. Ah, also das ist ja, also das ist nicht OpenSUSE, sondern SUSE, die, die Firma, also schon der, letztendlich der Enterprise-Bereich. Ja, 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 SUSE Enterprise. Vielleicht, was wir noch nicht gesagt haben, OpenEler ist die Open Enterprise Linux Association. Also die, die schreiben sich das Open Enterprise schon quasi auf die Fahne. Oder eben auf den Firmennamen. Aber natürlich muss man auch gucken, ob sie den Worten unter Bezeichnung auch wirklich Taten folgen lassen. Also unter dieser Open-Bezeichnung ist ja ähm, doch schon so einiges durch die Gegend äh, gesegelt, ohne dass es nun wirklich so richtig äh, Open war. Das ist richtig, aber das wird sich halt entwickeln und es ist, ja. es ist wirklich spannend. Also irgendwo. Was ähnliches habe ich erwartet, dass das jetzt aber so ein Zusammenschluss ist, der ja dann durchaus doch äh, ziemlich großen Hebel äh, bildet, Richtung äh, Druck ausüben, Richtung, ähm, sag schon, ähm, Red Hat. Respekt und, äh, Respekt und interessant, was da sich rausentwickelt. Also da wird es jetzt interessanterweise richtig äh, richtig Schwung quasi noch mal in den, in den äh, enterprise distributions ähm, markt kann man will ich jetzt eigentlich quasi nicht nennen Pool es wird den Pool hm. noch ein bisschen vergrößern aber auch das hm. muss ich ja erstmal äh, dann etablieren äh, wir warten ab also ich äh, ja ich, ich freue mich, dass sich da drei große gefunden haben, weil das äh, CIQ. Hattest du das jetzt gesagt? Ich habe es nicht im Kopf, ob das äh, die Macher von Rocky Linux sind. Ähm, also, hattest du vorhin gesagt, äh, im, im Stream äh, haben wir es noch nicht gehabt und ich konnte mit denen nichts anfangen. <laughs> also, sagte mir vorher irgendwie nichts. Und äh, wenn das hier ähm, Rocky. Können wir einmal, einmal gucken? Ob es wirklich das ist. Wir machen das ja alles live quasi, auch wenn es nachher eine Konserve wird. Einmal. Ob es das wirklich ist. Ich hatte gerade noch mal was anderes nachgeguckt, denn diese Geschichte erinnert mich eigentlich an eine ältere Geschichte, die schon ein bisschen länger her ist. Denn ähm, vielleicht kennt das noch jemand von euch. Also so ein Zusammenschluss von Linux-Distributionen. Gab es 2002 bis so ungefähr zwei, Anfang 2004. Das hieß United Linux und damals hatten sich auch verschiedene Unternehmen zusammengeschlossen. Also Caldera Linux, was ja später SCO wurde, ist eine komplett andere Geschichte. Dann Connectiva, SuSE und Turbo Linux. Dann ähm, Mandrake, ähm, ja wollte es, wollte dann nicht mehr und äh, Red Hat irgendwie auch dann nicht mehr. Äh, und das war auch so ein Zusammenschluss von einigen Firmen, die äh, nicht so unbedingt was zu tun hatten, äh, miteinander zu tun hatten, die aber ein gemeinsames Ziel hatten. Also von daher hat mich das so ein bisschen an diese Geschichte von damals erinnert. Ähm, also äh, ich gucke gerade nochmal Rocky Linux, also äh, CIQ ist einer, eine von den Firmen, die das Ganze äh, stark unterstützt. Aber also es sind noch viele andere mit bei. Also ich lese, der es, und ja, ich lese es gerade bei der ja. Open-ELA-Seite nach. CIQ ist der Founding Support und Service Partner von Rocky Linux und der Creator of the Next Generation Featured computers, äh, Computing Stack. Also einer der größten äh, Förderer äh, von Rocky Linux. Also nicht der Herausgeber, aber mit einer der, der größten Antreiber. Mhm. Und eben die haben halt ihr Geschäftsmodell auch auf Support mit Rocky Linux ähm, aufgebaut. Das hat den garantiert wehgetan, dass äh, Red Hat da gesagt hat, nö. Und jetzt sagen sie sich, doch. <laughs> ja, manchmal hm. ja, läuft es halt irgendwie anders, als wenn man sich das so vorstellt. Und ähm, ja, bei Red Hat und IBM hat man Wahrscheinlich sehr viele Dollars gesehen und ähm, vielleicht auch so ein bisschen den Fokus da verloren, was man da überhaupt ähm, für Kunden hat, in welchem Umfeld man sich äh, insgesamt bewegt, äh, dass man eigentlich sehr abhängig ist von anderen, äh, ja, von anderen Projekten, die sehr viel Zulieferarbeit halt machen, weil es Open Source ist. Und dann so einen Schritt zu gehen, das passt irgendwie nicht so. Also, das knirscht da irgendwie so ein bisschen im Gebälk und ähm, ja. Also, war jetzt, also jedenfalls von unserer Sicht aus nicht der, der, der schlaueste Plan. Hat man insgesamt ja schon irgendwie so ein bisschen absehen können, dass da sowas passiert. Aber vielleicht dennoch ist es, äh, also äh, Suse hätte ich an der Stelle nicht gesehen, dass die jetzt da äh, in der Richtung was machen. Die hatte ich überhaupt nicht auf dem Plan. Aber naja, wird das also, überhaupt nicht. Und ähm, insgesamt die äh, Richtung könnte schon ein bisschen anders sein, also dass es nicht mehr versucht, einen hundertprozentigen äh, Klon zu machen, wo wirklich jeder Bug von dem Red Hat Enterprise Linux mit drin ist, dass es vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht, die einmal Linux ja auch einschlagen möchte, dass sie API-kompatibel, also binär API-kompatibel sind zu dem, was Red Hat abliefert. Aber vielleicht bei den Versionsnummern so ein bisschen abweichen können, solange die, ja, die API-Aufrufe dasselbe Ergebnis ähm, bringen wie beim Original quasi. Dafür hat man da ja wohl auch schon äh, irgendwas in so eine Infrastruktur reingesteckt, die äh, wirklich das überprüft, also die automatisiert Programme aufruft und äh, überprüft, ob äh, ja quasi am Eingang das rauskommt. Die am Eingang was reingeht und am Ausgang das Richtige reinkommt, wenn man das durch eine Datenbank jagt, ob das alles so stimmt und sowas. Also, vielleicht haben die das bei OpenELA genauso vor. Oder auch nicht. Also, so genau sehe ich das da nicht. Hast du das noch irgendwie genauer gesehen, was ganz genau das Ziel ist? Äh, bis jetzt noch nicht wirklich. Also, der Text ist von denen relativ umfangreich geschrieben auf ihrer Hauptseite. Und irgendwie so schön nichtssagend. Ja. Ähm, also der, der Text, den es ja offiziell gibt, ähm, der ist ja auch mit ähm, Zitaten von den jeweiligen wichtigen Leuten in der Firma ähm, äh, angereichert. Und äh, ja, da, also wie, wie diese Marketingsätze so aufgebaut sind, das wissen wir ja und ähm, von daher ist es nicht so wirklich technisch festgezort, was da hinterher bei rauskommt. Aber das kann durchaus sehr interessant werden. Also ich würd, würde so ein Ergebnis schon mal gerne in der Hand haben, um mal zu gucken, was, was ist denn das jetzt wirklich. Selbst wenn es so eine Vorabversion ist, würde mich einfach mal interessieren, auch wenn ich jetzt in diesem Hed-Umfeld eher nicht so zu Hause bin. Aber es würde mich einfach mal interessieren, was ist da jetzt rausgekommen? Oder was kommt demnächst dabei raus? Oder keine Ahnung, wie lange es dauert. Ich glaube, selbst Zeitangaben gibt es ja auch noch nicht. Genau. Wie lange das dauert, ne? Da ist noch gar nichts in trockenen Tüchern bei denen. Also die geben sich jetzt auch nicht die Blöße und äh, werden da irgendwas reinschreiben. Aber von daher, also ja. vor Weihnachten wird das garantiert nichts. Oder vielleicht kriegen wir es genau zu Weihnachten, dann kriegen wir ein wunderbares Paket, wo denn äh, Open Ela draufsteht und dann haben wir was zum Ausprobieren oder äh, zusammenzubauen oder vielleicht brennt denn auch der Baum, man weiß es nicht. Ne? Also alles ist möglich, aber... Also gefühlsmäßig würde ich auch sagen, dieses Jahr wird das wohl, oder? Ich sage mal eher nein, dass das dieses Jahr nichts wird, aber das ist wirklich bloß so einfach mal rausgehauen. Ja. Na, ich meine, höchstens. Ja ja. wir, werden, wir werden abwarten. Also ich, wie gesagt, ja. ähm, es ist spannend, es ist Bewegung und zwar mal in einer ganz anderen... Ähm Richtung nämlich in dem Enterprise Linux-Markt. Äh, so, ich finde es irgendwie ziemlich interessant. Ob das so... Äh, hätte das Red Hat kommen sehen? Das ist so die Frage. Ich habe ja irgendwie den Titel genommen, äh, Die Geister, die Red Hat Rief. Hätte mhm. man das absehen können? Hätte man das abschätzen können? Also bei, ich sag mal, nicht kommerziellen Community-Sachen, Ubuntu ausgenommen. Hätte ich gesagt, ja. Weil gefällt dir eine Distribution in Gänze nicht, du hast quasi die Zeit und das Know-how, dann machst du halt eine neue Distribution. Eine, die äh, deinen Anpassungen äh, entspricht. So sind ja ganz, ganz viele Distributionen in Gänze entstanden. Bei Red Hat oh, war es interessant. Also ich habe es nicht kommen sehen, in, in dieser Form zumindest nicht. Ich hätte es mir auch nie ausmalen können. Hm. Ähm, hast du denn irgendwo Red Hat oder einmal Linux irgendwas äh, in, äh, quasi im Einsatz? Also ob das jetzt äh, beruflich oder privat ist? Hm, nee. Ich hatte einmal in CentOS ähm, in der Benutzung, aber das System hat dann auch äh, mit, mit einem... Mit dem Ende eines Projekts auch seine Zeit überdauert, sage ich mal. Das war schön, mhm. solange es, wie es gedauert hat. Es hat gut funktioniert, aber das war es dann auch schon. Ja, genau. Also, wie wir es quasi auch schon letztes Mal hatten, also wir können uns mehr oder weniger entspannt zurücklehnen, weil da für uns insofern nichts wirklich dran hängt. Also, wir sind darauf nicht angewiesen, dass es funktioniert. Von daher sind wir ja auch mehr oder weniger so ein bisschen Zaungäste bei der Sache. Und ja, okay, kann man so machen, warum nicht? Mach das ruhig. Für uns geht die Welt nicht unter, wenn das nichts wird. Das ist irgendwie sehr entspannend und befreiend eigentlich. Ne? Wenn es jetzt was anderes treffen würde, hätten wir ein größeres Problem. Aber in dem Universum ist, ähm, ist uns das, so, 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 also kann uns das relativ egal sein zum Glück. Da haben wir zumindest an der Stelle aufs richtige Pferd gesetzt. Das stimmt. Beziehungsweise auf ein anderes. Nennen wir es doch lieber so. Naja, also im Debian-Umfeld, also das kriegt ja insofern keiner wirklich eingefangen. Also, also, wenn man jetzt Debian selbst verwendet, dann funktioniert das ja ganz gut. Ähm, wenn du jetzt unbedingt ein Ubuntu brauchst, ähm, ja. Bist du da schon ein bisschen an, äh, abhängig, aber wenn du deine Dinge noch so weit quasi frei hast, dass du noch ein, relativ einfach auf irgendwas portieren kannst, was ähm, näher an Debian dran ist oder so, dann geht das schon. Aber gerade in dem ähm, Red Hat-Umfeld, da ist es ja für, äh, gerade für kommerzielle Software, darum ist ja auch Oracle mit dabei, also ihre Datenbank, diese Oracle-Datenbank. Die läuft ja ähm, äh, am liebsten auf ähm, Oracle Linux natürlich und auf ähm, Red Hat, äh, aber am liebsten auch dem Original oder wer sich das nicht lauf äh, leisten kann, der ähm, konnte denn irgendeinen Klon nehmen, um das drauf laufen zu lassen. Also für, für solche Anwendungen braucht man. Denn ja wirklich die, die, die Distribution, die der Hersteller einem quasi vorschreibt. Also Oracle-Datenbank ist ja auch kein Open-Source-Projekt und da gibt es halt ganz andere Anforderungen, die, ja, die der Hersteller einem diktieren kann. Also man hat da tausende von Euros und Dollars ausgegeben, damit man diese Datenbank hat. Und dann äh, kommt es auch nicht mehr drauf an, dass man jetzt auch noch eine Red Hat-Lizenz äh, dafür kaufen muss und äh, ja vielleicht haben die bei Red Hat auch wirklich diese Kunden gesehen, also das sind wirklich bloß die reichen oder die die Firmen, die sich das leisten können, vielleicht aus dem Finanzsektor, Versicherung und sonst irgendwas, die haben sowieso Geld und wie kriegen wir jetzt diejenigen, die jetzt so einen bösen Klon verwenden, noch dazu bei uns auch noch ein paar mehr Lizenzen zu kaufen oder äh, sowas. Also ich denke mal, das war eher so das, was man bei Red Hat oder IBM gedacht hat. Jedenfalls in diesen äh, Management-Etagen. Wie kriegen wir da jetzt noch ein bisschen was raus? Also, äh, da muss doch noch was aus den Kunden rauszuholen äh, sein. Das kann doch noch nicht, noch nicht das Ende gewesen sein. Da ist doch noch mehr. Und dann ist wahrscheinlich von oben diese Entscheidung so, so gekommen. Und ja, so soll es jetzt sein. Und die, vielleicht haben jetzt andere, also die, ja, die Mitarbeiter, die nicht unbedingt direkt das Management sind, sondern mehr in dem Open Source Bereich arbeiten oder im technischen Bereich, die haben gesagt: Naja, ob das jetzt so ein schlauer Plan ist. Vielleicht haben sie es dann auch mal gesagt, aber. Das ist äh, denn nicht in so eine Entscheidung mit eingeflossen. Ja, und äh, irgendwo gab es doch ein Zitat. Ich habe da einen Namen im Kopf, der sagte mir sogar was. Ich guck mal lieber. Na, dann guck mal. Sicher ist sicher. Ich habe nebenbei nochmal versucht nachzuforschen, ob was äh, SUSE Enterprise Linux und Red Hat quasi, äh, woher die abstammen, aber so richtig finde ich es nicht. Da halten sie sich bedeckt. Hm. Also im, also im Moment gibt es ja quasi zwei Strömungen, wie man äh, da was äh, machen kann. Also, das eine ist diese Binärkompatibilität, wo es nicht so unbedingt darum geht, die exakten Versionen äh, von, von der jeweiligen Software einzusetzen, mit vielleicht demselben Patch-Level oder äh, vielleicht auch mit Dingen, die Red Hatter nochmal dazu gebaut hat, die nicht offiziell mit drin sind, sondern. Ähm, ja, die ist mit, äh, da kommt was rein und da kommt was raus und das soll sich genauso verhalten wie bei Red Hat. Und das ist ja das, was einmal Linux möchte. Und das andere ist wirklich, dass es eins zu eins wirklich dieselbe Software mit denselben äh, Anpassungen da drin ist. Ähm, und ähm, prinzipiell steht ja den Kunden, die diese Quelltextpakete, also die Kunden von denen stehen diese Quelltextpakete weiterhin zur Verfügung. Und ähm, 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 wo war ich gerade? Genau, denen steht es zur Verfügung. Und wenn jetzt jemand da ähm, Kunde, jedenfalls für eine kurze Zeit, sein sollte, also seine Cloud-Instanz sich mietet, dann wäre der Quelltext darüber ja auch zu beziehen. Dann wäre das insofern wieder in Ordnung. Und die andere Sache ist ja, da die, ähm, ähm, da die Software zum jedenfalls zum Teil unter der GPL steht, ähm, muss es auch diesen Weg geben. Also die GPL regelt wohl nicht, dass jeder wirklich diesen Quelltext kriegen kann. Äh, sondern die, die Kunden also oder diejenigen, die es einsetzen. Also wenn die, die ein, ein kompiliertes äh, Programm kriegt, der hat auch das Recht, den Quelltext dazu zu bekommen. Und wenn die Red hat jetzt sagt, Na ja, wir geben äh, das Kompilierte bloß noch an unsere Kunden raus, dann ähm, müssten Sie der Allgemeinheit theoretisch jetzt diesen Quelltext, diese SRPMs auch nicht mal allen zur Verfügung stellen. Also insofern ja, aber andere sagen jetzt, das würde das zu eng fassen. Es wäre, und äh, wenn dieser Quelltext da rausgekommen ist, diese äh, SRPM-Pakete, kann Red Hat das eigentlich nicht mehr zurückholen. Jedenfalls bei den Sachen, die unter der GPL liegen. Bei anderen Lizenzen wie äh, MIT, M äh, Apache, BSD. Die sind ja deutlich lockerer. Ähm, mehr oder weniger heißt es ja, äh, nimm das, mach damit, was du möchtest, mach ein kommerzielles Produkt daraus, du brauchst den Quelltext auch nicht mehr freigeben. Ähm, da sieht es denn vielleicht anders aus. Aber bei GPL ist man eigentlich relativ sicher, denke ich mal. Also in der Regel schon. Dafür ist es ja eine New Public License GPL New Public License geworden, Genau, damit quasi das eigentlich nicht unter Verschluss irgendwo gebracht werden kann. Und quasi immer äh, zur Verfügung steht. Das ist ja der Sinn dahinter. Ja, aber das, äh, wie gesagt, also ich, ich bin gespannt und im Endeffekt wäre jetzt alles andere ja wirklich reines Vermuten, wie es sein kann. Aber ich, ich, ich finde den Schritt und die Entwicklung sehr, sehr interessant und schön. Also es wird spannend auf dem Enterprise-Linux-Markt, auch wenn es nicht wirklich unsere Hauptsparte ähm, ist, sage ich mal. Ich habe auch mal Glöber für ganz, ganz langer Zeit mir mal ein Red Hat installiert. Man kann es ja ausprobieren. Beziehungsweise sogar Testlizenzen irgendwie äh, sich freischalten lassen. Im Endeffekt war es fast wie ein Debian von den Paketständen her, auch schon gut abgehangen, aber hat halt funktioniert. Und äh, ja, dann hatte ich keinen wirklichen Einsatzzweck dort gesehen. Ja, also, ähm, also das Projekt, was ich hatte, da äh, ging es darum um FreeIPA und äh, eine spezielle ähm, Mobile Device Management Software äh, zu verwenden. Und ähm, also dieses Mobile Device Management System, das lief eben los auf Red Hat und äh, zu der Zeit äh, Alma Linux halt. Da da hatten wir noch nicht das Problem. Und äh, FreeIPA, das lief unter dem Alma Linux halt deutlich besser. Also ähm, ich habe äh, geguckt, ob man sowas auch unter Uh, Ubuntu zum Laufen kriegt, also das war schon deutlich schwieriger. Also es, es hat eben diese, äh, diese Anwendungsfälle, wo man wirklich darauf festgelegt ist, aber ansonsten irgendwie so, warum man darüber hinausgehend jetzt unbedingt so ein Red Hat Enterprise Linux bräuchte äh, oder in, in irgendwas Kompatibles dazu. Äh, sehe ich jetzt eigentlich nicht, es sei denn, es, man, man will eine spezielle Software direkt drauf laufen lassen. und ähm, Oder man, man möchte wirklich diesen Support äh, von Red Hat haben. Also der soll wirklich toll sein, höre ich von verschiedenen Leuten, dass es wirklich so ist. Aber die lassen sich das natürlich auch bezahlen. Also die haben komplett andere Kunden im Fokus, also Rechenzentren oder eben wie äh, Versicherer oder sonst irgendwas. Also die, die sich das quasi leisten können und auch ein Interesse, äh, also genug Geld haben oder denen die Daten wichtig genug sind, die sind halt teuer genug. Von daher spielen diese Lizenzen nachher eigentlich überhaupt keine große Rolle. Also sowas halt. Ja, man muss ja noch dazu sagen, ähm, wer SAP im Unternehmen einsetzt, muss eigentlich fast zwangsweise sogar Red Hat-Lizenzen einkaufen. Also dementsprechend die Symbiose zwischen SAP und Red Hat. Beziehungsweise Oracle ist eigentlich von vornherein gegeben. Also das ist ja auch eine Gelddruckmaschine für, für die. Weil die Serversysteme werden dann mit Red Hat nach der äh, Anforderungen von SAP ausgestattet und ausgeliefert. Also äh, Anforderungen, genau. SAP hat die Anforderungen und die werden dann halt so ähm, ausgestattet. Hm. Use und ja. SAP arbeiten zusammen. Also, also Suse ja, ja, ähm, also, äh, ist ja ursprünglich ein deutsches Unternehmen, ist dann zwar mal durch die Weltgeschichte äh, quasi gewandert von einem zum nächsten und war eine Zeit lang ja auch, ach nee, Novel war es eine Zeit, also ein amerikanisches Unternehmen eigentlich. Und dann hat es irgendwie eine, die, die nächste amerikanische Firma, glaube ich, gekauft. rede es jetzt noch so grob äh, zusammen kriege. Und dann ist es ja wieder zurückgekommen. Also Suse ist jetzt wieder quasi eine deutsche Firma, aber das war eine Zeit lang halt nicht so. Mm -hmm. Aber... Ja, das letzte Mal, dass ich wirklich Kontakt mit SAP-Systemen hatte, war dann wirklich für einen Kunden und da war halt äh, Rel als Betriebssystem quasi verknüpft mit. Ist, ist das aber auch schon einige Monate her, muss ich dazu sagen. Oder ja. äh, vielleicht hat man da sogar wirklich die Wahl. Also, dass das entweder äh, unter SUSE irgendwas läuft, SUSE Enterprise oder unter Red Hat. Ähm, kann funktionieren. Ne? Also, ja, bestimmt, aber da sind wir beide nicht so wirklich im SAP-Spiel drin, sage ich mal. Ja, genau. Also, es, es hat immer Anwendungen ähm, für, ja, für größere Unternehmen, denke ich mal. Ne? Also wo es denn quasi nicht mehr drauf ankommt, ob man da jetzt noch ein paar Tausende hinterher schiebt, weil man eh schon so wahnsinnig viel ausgegeben hat und ähm, weil es halt wahnsinnig wichtig ist, dass das Zeug halt läuft. Genau. Und auch lange läuft. Da ist ja der, ja. der Kernpunkt eigentlich mit dabei. Was hat man gesagt? 15 Jahre oder 10 Jahre? Das gucken wir lieber nochmal nach. Mal gucken. <laughs> Also, ich glaube, zehn Jahre hatte ich gesagt und dann wurde es korrigiert sogar auf eine höhere Zahl. Wenn man es richtig schreibt, kriegt man vielleicht eine Antwort. So, also mal gucken. Red Hat Enterprise, was sagt denn Wikipedia dazu? Also, wir haben. Ach so, ja, genau. Die haben ja verschiedene Level quasi. Also, das 9er ist 22 eingeführt worden. Dann gibt es das erste, das heißt Production 1, das ist bis 2027, also fünf Jahre. Dann gibt es Production 2, da gibt es keinen Wert dazu. Dann gibt es Production 3, das ist dann bis 32, sind wir schon zehn Jahre. Und dann kann man höchstwahrscheinlich dazu kaufen, Extended Lifecycle Support. Das klingt so, als ob das nochmal ordentlich mehr kostet. Das geht dann bis 34, dann wären wir dabei zwölf Jahren. Ja. Also zwölf. Im, im, Im Maximalfall gerade zwölf. Das ist genau. schon ja. Ja, zwölf Jahre quasi sich darum keine Sorgen machen. Das kann mitunter schon im Unternehmen einiges wert sein. Ja, das stimmt. Da Wobei ist halt zwölf Jahre. Hm? auch für einige Sachen schon wieder deutlich zu wenig sind. Also es gibt so ja. äh, Projekte und Produkte, die dann eher so 20, 30 Jahre anpeilen, vor allem wenn es denn richtig teuer ist und mit Hardware irgendwie verbunden. Da ist zehn Jahre, naja, ist ja nett. 12 Jahre hm, ist jetzt auch nicht viel mehr. Mhm. Wir brauchen schon mehr. Aber, Aber da wird halt klar, wirklich knallhalt ja. kalkuliert und abgewegt. Ja. Also das ist dann an der Stelle wirklich so. Wir werden sehen, was rauskommt aus der ganzen open ela geschichte Ich bin gespannt. Ich ja, bin richtig ich gespannt auch. drauf. Und ich würde mal ganz kurz die Chance nutzen, ähm, um eine Fehlinfo vom letzten Podcast noch mal zu korrigieren. Ich habe ja gesagt, dass Debian 13 immutable werden könnte. Zumindest die Option bereitstellt. Da ist mein durch, durch Twitch-Konsum äh, und Twitch-Benutzung äh, weichgespültes Gehirn natürlich dem April-Scherz auf den Leim gegangen. Plus habe ich ähm, einen zweiten Artikel durcheinander geworfen für Ubuntu 24.4 plant das Canonical. Also, ja, da sind mir... Einmal bin ich dort nach Falschinfo auf den Leim gegangen, aber habe es ja nicht wirklich hinterfragt und eben habe was anderes dort mit rein interpretiert, was da nicht reingehört. Da Nochmal die Korrektur Ubuntu äh, geht schon los beim Korrigieren sich noch mal versprechen, dass das ist äh, sehr gut. Ähm, Debian 13 wird nicht immutable, zumindest stand jetzt nicht. Das ist einfach nur Quatsch gewesen. Die Chance wollte ich noch mal nutzen. Also ich, ich denke auch mal, dass Debian nicht so weit in absehbarer Zukunft äh, gehen wird von dem, was sie ja eigentlich immer gemacht haben. Aua. Oh. Ja, selbst das wird sich entwickeln. Wir sehen, wo wir hinkommen. Vielleicht ja. mit Version 15, 16. Mal gucken. Ja, muss man schauen. Ne? Also, oder vielleicht ist der, das Thema auch. Ähm, in der in gewissen Zeit einfach durch und dann, ja, gut. Das, das, das hatten wir dann irgendwie mal, war so eine Phase, hat sich nicht durch, äh, durchgesetzt und äh, damit ist es dann. Genau, das war Offenbar. ja der Punkt, den wir beim letzten Mal angesprochen haben. Ja. Ob sich das in der Praxis hält? Das ist die Frage. Ja. Werden wir mal sehen. Auch das war ja Zukunftsmusik, genauso wie jetzt die Entwicklung der Open ELA Zukunftsmusik ist. Und damit würde ich sagen, sind wir soweit durch. Du bist ja heute auch terminlich genau. gebunden, den kriegst du genau, sehr genau. sehr gut hin und genau. Wir machen einfach mal eine kürzere, knackigere Folge. Das, da, das ist auch das schön. erste Mal, dass wir das schaffen. Wir haben uns das zwar schon häufiger vorgenommen, aber heute schaffen wir es auch wirklich mal. Und ich äh, finde dieses Zitat, was ich eigentlich haben, äh, was ich noch mal raussuchen wollte, das finde ich irgendwie nicht. Das wäre äh, quasi noch mal so ein guter ähm, Abschluss gewesen, wo es denn äh, so ein Statement äh, gab von äh, von einem bei Red Hat äh, irgendwie sowas, wir sind ja nicht der Zulieferer für andere Distributionen. Okay. Irgendwie sowas Ähnliches hat er gesagt, aber ich finde das jetzt im Wortlaut leider nicht. Ah ja. Ja. Also das kommt halt auch nicht so gut an, wenn man das denn so sagt, wobei man denn von anderen abhängig ist, die einem ja äh, die, die, die größte Arbeit ja schon abnehmen, indem sie eigentlich ähm, ja, die, die ganze Software liefern, die die Basis ist für das Produkt, was man an den Kunden verkaufen müsste. Also, ne, ja. Wie man es macht. Ja, ja wie, wie man es macht, ja. Nee, gut. Wunderbar. <laughs> genau, dann obligatorischer Werbeblock doch hinten ran können wir gerne machen äh, haben wir vorher nicht abgesprochen aber ich habe dieses wunderbare äh, T-Shirt hier an äh, was man natürlich nur mhm. sehen aber nicht hören kann also das ist das äh, T-Shirt für die Kiel Open Source und Linux Tage die dieses Mal vom 14. bis 16. September in Kiel natürlich stattfinden und das Programm ist am äh, 16. Ähm, August also theoretisch gestern, je nachdem, wann ihr es hört, rausgekommen. Da könnt ihr mal gucken, was es da so alles gibt. Die Vorträge werden überwiegend auch live übertragen, aber vor Ort ist das Ganze natürlich schöner. Und wir haben Workshops, die es nur vor Ort gibt und sehr viele Aktionen, die man halt bloß vor Ort machen kann. Wir haben eine Ausstellung, wir haben gemeinsames Grillen, Frühstücken, wir haben eine Tombola, wir haben viele Dinge, die einfach Zusammen lokal vor Ort äh, doch deutlich mehr Spaß machen als im Netz. Und ähm, Micha ist dieses Mal auch mit dabei, wirklich live vor Ort. Also von daher gibt es noch einen Grund, mehr nach Kiel zu kommen. Wenn du das so titulieren möchtest, dann äh, nehme ja, ich das, das so. Das an. tue ich jetzt einfach mal. Das ist die Abschlusslobhudelei, die ich da einfach mal so ungebremst rauslassen musste. Ah ja, dann äh, danke. <laughs> Was aber auch äh, alternativ ganz toll im Internet ist, äh, sind die Tux-Tage. Die sind ausschließlich online und die sind äh, in diesem Jahr vom 10. bis zum 12. November. Und da gibt es picke volles Programm. Ähm, wir machen wieder eine Gaming-Nacht und einen Linux-Presentation-Day, wenn ich das jetzt nicht komplett verhaue. Und meinen Notizen hier. Also ich stecke da so nicht drin, aber das kann ja, schon sein. So sein und müsste so sein. Da, und äh, man kann immer noch äh, Vorträge einreichen, oder? Genau, das geht ja noch bis zum ich glaube Ende September bei uns. Also quasi, wenn bei uns die Linux Tage durch sind, könnt ihr euch immer noch für die Tux Tage bewerben. Das ist doch ein wunderbarer Übergang. Dann seid ihr schon direkt im Thema drin und dann könnt ihr noch mal hier, äh, weil ihr so Tuxifiziert seid, einfach noch mal einen ähm, Vortrag bei den Tux Tagen einreichen. Oder oder oder? Wo steht denn das? Ja, bis zum 30. Ich habe es gerade gefunden. Bis zum 30. Ah, sehr gut. Genau. Also macht da gerne mit. Und äh, es gibt ja auch ein 3D-Gelände, lese ich gerade. Genau, das äh, wird auch wieder verfeinert. Wie letztes Jahr, die Insel, die wird, glaube ich, sogar jetzt... Habe ich nur halbe Infos, deswegen lasse ich es hm. lieber. Die wird anders. <laughs> ja, die wird schöner bestimmt, oder? Ja. Oder einfach nur größer. Also lasst euch überraschen. Ich habe es nicht, nicht mitbekommen, ob das ob die komplette Insel verändert wird oder ob es eine neue Themeninsel dazu gibt. Ah, Stecke ich, wie gesagt ich nicht so. Sie wird anders. Es spannend. spannend. Genau. <laughs> also dementsprechend. Also ja. Da haben wir noch die Toxstar? auf jeden Fall vorbei. Das genau. lohnt sich. Und ihr müsst nicht die eigenen vier Wände dafür verlassen. Also von daher, Kiel ist zwar eine Reise wert, aber für die meisten von euch sowieso relativ weit weg. Und für die schon hab, Habt ihr eigentlich schon Aufkleber äh, äh, gedruckt? Äh, schön, ja, aber waren sie schon mal in Kiel? <laughs> Gab's doch cool. mal mit NRW und all ein Spaß. Ach so. Ich, ja ja, Kleber gab es wirklich mal äh, yes. schön. Ja, aber waren Sie schon mal in Nordrhein-Westfalen? Das ist eigentlich äh, ein gängiges Meme. Müsste da eigentlich auch noch mal auf machen. Schön ja, aber waren Sie schon mal bei den Kilux? <laughs> da einfach überall <laughs> hinkleben, Stimme. wo man war. Also dafür lohnt es sich wahrscheinlich eher Kiel zu besuchen, ähm, obwohl es gibt ein paar schöne Stellen, so ja nun nicht, aber so andere äh, Teile da. naja gut, hm, woanders ist auch nicht besser. Ähm, ja. Ja, also im September, ne, da, da lohnt sich auch wirklich ähm, eine Reise nach Kiel. Und ansonsten müsst ihr es selbst wissen. Ja, was ihr aber noch wissen solltet, ähm, es gibt auf YouTube einen Tux Tage Channel, wo nochmal das VOD vom Podcast Online ähm, hochgeladen wird. Genauso wie bei Hauke auf dem ähm, YouTube-Kanal. Nicht dabei ist halt letzter Schluss. Genau. Oh, und Linux-Guides äh, von Jean abonnieren. Der ist zwar nicht da, aber den vergesst man natürlich nicht. Genau, genau. Und bei mir gibt es das Ganze auch nochmal bei Peertube, denn ich bin bei YouTube und bei Peertube. Also wenn ihr YouTube nicht mögt, könnt ihr es auch noch ähm, Google-frei woanders gedießen. Und ansonsten, wo gibt's das noch? Bei Spotify oder wie ist das noch? Genau, Nur Spotify gibt es den Tuxfish. Und alle, die uns gerade live zuschauen auf äh, twitch.tv, das bin ich. Wenn ihr neu da seid, einfach mal ein Follow da lassen. Das würde mich sehr freuen, mich sehr unterstützen. Und das sind quasi alle Kanäle, wo es rund um uns drei und den Podcast etwas an Infos gibt. Und das Moped, was hier gerade vorbei ist. Da, da kann man die Uhr nachstellen. Passt ja. ja wir wollten es <laughs> vorziehen. Also. Ach, stimmt. Was ist da denn passiert? Ja. Hm. Aber dafür machen wir auch heute eher Schluss. Genau. Okay, ich glaube, dann haben wir auch wirklich, wirklich alles jetzt. Äh durch für dieses Mal. Also wir lassen uns überraschen, was sich da jetzt so ergibt mit Open Ela. Wir bleiben gespannt und äh, entspannt insofern. Ne? Zaungäste, genau. genau. Können wir ein bisschen kommentieren von der Seite, wer jetzt wie gut gespielt hat. Aber für uns geht die Welt nicht unter. Wir werden uns mal das Popcorn fertig machen und abwarten und beobachten. Ja. <laughs> Wird interessant auf jeden Fall und ich freue mich ein bisschen drauf. Das wäre vielleicht auch mal was für, äh, für deinen Moment. Wann hast du? Dienstag ist Technik bei dir, ne? Genau andersrum. Und, ah, Genau andersrum. Also für den Donnerstag, also genau. für quasi heute. Gibt es bei dir gleich noch was im Anschluss oder ein bisschen später aus? Nee, dadurch, dass wir äh, schieben mussten, musste ich auch meinen Tagesablauf ein bisschen leicht verändern. Achso, okay. Das gut. Klappt leider dann heute nicht mehr bei mir. Nee, also dann, ne? Üblicherweise jeden Donnerstag gibt es ja auch noch was Schönes von Micha. Genau. Und was nicht so schön ist auf dem Dienstag, das ist dieses langweilige Gaming. <laughs> okay, okay. Ich glaube, ja. dann äh, haben wir es jetzt äh, am Ende doch noch ein bisschen ausgedehnt und damit kommen wir auch wirklich zum Schluss. Genau. gesagt, Genau. Alle Werbeblöcke sind abgearbeitet. Ich danke dir. Und natürlich Dank für auch. jeden Live-Zuschauer, ähm, auch wenn ein oder andere mal etwas später gekommen ist, das macht aber nichts. Ja. Und alle, die sich dann später aus der Konserve anhören oder bei Spotify. In diesem Sinne, genießt die Zeit, bleibt gesund. Wir sehen uns, nee, wir hören uns. Hören wir uns in zwei Wochen wieder? Nicht zur gewohnten Zeit, oder? Warte, ja, Moment. Rechnung? Da muss ich mal... doch Zwei Wochen noch wie gewohnt? 30. Genau. Mhm. Da genau, sind also wir gewohnt wieder zu zweit da. Genau. Genau. Und danach wird es vielleicht speziell. Danach wird es vielleicht extra speziell, genau. Das fällt mir ja genau auf die, also die Kieler linux beziehungsweise den LPD, den wir an dem Nachmittag ja schon machen. Auf den 14. September. Ja, müssen wir mal schauen, ob wir die Zeit dafür finden oder ob wir schon so komplett platt sind, da wir ja äh, mit äh, Aufbau und äh, sehr vielem anderen ja schon äh, da zu tun haben. Und es gibt uns an dem Donnerstag, dem 14. in Dreierbesetzung, also wir beiden Hübschen hier, plus äh, äh, Jean ist auch mit dabei, direkt äh, live äh, aus dem äh, Kids, der Veranstaltungsort im Kiel wo wir äh, eine Neuauflage machen von Kaffeekuchen und Pinguin. Also die lustige äh, oder die Fragestunde äh, zu Linux mit äh, Gebäck. Vielleicht denken wir wirklich an Gebäck und, und Kaffee. Also ich war ja letztes Mal schlecht vorbereitet. Also du, du hattest ja was, du warst ja online mit dazugeschaltet. Aber äh, Jean und ich, wir hatten nichts dabei. Wir hatten nichts. Vielleicht wird es diesmal anders. Vielleicht wird es anders, genau. Ja, in dem Sinne. So jetzt aber auch wirklich, ne? Genau, in dem Sinne, gesund bleiben und beim nächsten Mal wieder einschalten. Genau. Wir haben Glocke drücken, folgen und überhaupt, was man so macht. Genau. <laughs> Alle Kanäle weiterverfolgen, sich vernetzen. Genau.